Das Zauberbuch der Großmama. Annes blonde Haare wurden vom Wind durcheinander geweht. Sie hatte das Autofenster mit der elektrischen Taste ein Stück heruntergelassen. Das durfte sie, es sei denn, sie fuhren auf der Autobahn. Kühe, rief ihr kleiner Bruder Felix vergnügt. Er freute sich über jedes Tier, das er draußen entdecken konnte. Er war 5 Jahre alt und Anne 7. Und wenn uns langweilig wird, holst du uns wieder ab, sagte Anne. Ihre Mutter blickte in den Rückspiegel. Euch ist doch noch nie langweilig geworden bei Oma Margarete. Außerdem verwöhnt sie euch wie kleine Königskinder. Felix strahlte. Da gibt's jeden Tag Kuchen. Willkommen in Persebilk, gegründet 1683, stand auf dem Schild am Anfang der Dorfstraße. Einige Häuser waren wirklich über 300 Jahre alt. Auch das von Oma war ein uraltes Fachwerkhaus mit einem halb verwilderten Kräutergarten und einem Stall mit 4 Hühnern. Oma kaufte sich keine neuen mehr, denn sie machten ihr zu viel Arbeit. Das seid ihr ja, meine Lieblinge, rief Oma, als das Auto in die Einfahrt holperte. Sie wischte sich die Hände an der blauen Schürze ab und schlurfte ihnen lächelnd entgegen. Autsch, mein Rücken, sagte sie leise, als sie sich zur Umarmung bücken musste. Oh, Oma, du bekommst ja einen neuen Zahn, sagte Felix. Oh, schön wär's, lachte Oma. Tja, das Brötchen war härter. Jetzt habe ich einen Zahn weniger. So ist das, wenn man alt wird. Kommt denn die Zahnfee zu dir? Wollte Felix wissen. Oma lächelte breit mit ihrer neuen Zahnlücke. Es passieren zwar manchmal zauberhafte Dinge in meinem Haus, aber eine Zahnfee habe ich hier noch nie gesehen. Annes und Felix Mutter schaute etwas besorgt, als sie die Koffer der Kinder aus dem Auto lud. Oma wird in 3 Tagen 75. Helft ihr bitte mit, so gut ihr könnt, und geht ihr nicht auf die Nerven, okay? Ja, sagten die Kinder wie 2 langweilige Hupen. Dann winkten sie ihrer Mutter hinterher, bis sie mit dem Auto um die Ecke gebogen war. Oma sagte, und jetzt vielleicht erst mal ein Stück Kuchen? Heute Morgen beim Frühstück, da ist es passiert. Erst hab ich Marmelade auf ein Brötchen geschmiert. Ich öffnete den Mund wie ein Krokodil. Das Brötchen war so hart, dass mir ein Milchzahn rausfiel. Jetzt lieg ich hier im Bettchen und obwohl ich gähne, warte ich auf die Zahnfee, die schenkt mir was für die Zähne. Liebe Zahnfee, heute kommst du zu mir. Liebe Zahnfee, warum seh ich dich nie? Liebe Zahnfee, woher weißt du eigentlich, dass mir heute ein Zahn rausgefallen ist? Das Einzige, was Linnea durch das gekippte Fenster hören konnte, war ein leises, seltsames Husten. Im Nebel huschte plötzlich etwas an ihrem Fenster vorbei. Linnea wischte sich die schwarzen Haare aus dem Gesicht. Sie dachte natürlich, es wäre eine Taube gewesen und nicht eine Fee. Aber es war eine Fee. Im Schlafanzug frühstückte Linnea mit ihren Eltern am runden Tisch, während die kleine Fee erschöpft im Keller schlief. Sie war durch ein Fenster hineingeschlüpft und lag in der Kiste mit dem Geschenkpapier und den bunten Schleifen. Sie trug ein hellgrünes Kleid und fror ganz fürchterlich, weil sie sich mächtig erkältet hatte. Einen frischen Orangensaft oder heißen Tee hätte sie jetzt auch gut vertragen können. Simsalabim, wenn ich ein Zauberer wär, zauberte ich mir vieles her. Ein echtes Flugzeug und ein Boot. Denn das wünsche ich mir so sehr. Auch hätte Mami Spaß an Fußball. Los Mami, schieß! Und Papi immer frei.
deshalb will ich sie lernen, die Hokuspokus-Zauberei. Also hüpfte Merlin am nächsten Morgen fröhlich durch die drei alten Burgtore hinunter in die Stadt. Den Zauberstab hatte er nur sicherheitshalber dabei, denn er hatte ja absolutes Zauberverbot. Nicht eine Kleinigkeit sollte er zaubern, denn in der Stadt konnte ja sonst auch niemand zaubern. Merlin musste auch seinen Zauberumhang und den spitzen Hut zu Hause lassen. Was Merlins Vater aber nicht wusste, war, dass an diesem besonderen Tag ein großer Kinderkarnevalsumzug die Straßen füllte. Das diesjährige Motto im Kinderkarneval lautete doch tatsächlich Zauber und Magie. So hatten sich alle Kinder schön verkleidet. Es gab Feen in glitzernden Kleidern, Hexen mit aufgesteckten Schrumpelnasen und viele, viele Zauberer mit spitzen Hüten und Zauberstäben. Merlin wunderte sich. »Was erzählt mein Vater nur für einen Quatsch?«, sagte er sich. Denn er wusste gar nicht, dass es Fasching oder Karneval gab. Hier in der Stadt wimmelt es ja nur von Zauberern. Ich bin wahrscheinlich das einzige Kind, das nicht zaubern darf. Wie sie tanzt durch Blumen und Schnee. Doch schlafen kann er nicht, vielleicht ist es zu dunkel, er zaubert sich ein Licht, es ist ihm auch zu leise, was klingt denn sanft und schön? Er zaubert einen Brunnen, der plätschert angenehm, er zaubert ein Kätzchen, das Schlaflieder singen kann. Er ist der kleine Zauberer, der nicht einschlafen kann. Er ist der kleine Zauberer, der nicht einschlafen kann. Ritsch, ratsch! So machte es, wenn seine Mutter morgens die Vorhänge zur Seite zog. Auf, mein Großer! Pelle rieb sich die Augen und sofort wanderte seine Hand unter das Kopfkissen. Er lächelte. Es hatte geklappt. Er fühlte den glatten Taler und dachte, den esse ich direkt nach dem Kindergarten, alleine, ohne Coco. Und das tat er auch. Diese Taler waren so schön und so lecker. Pelle wackelte probehalber an seinen oberen Schneidezähnen. Nee, die waren noch sehr fest. Doch als ihn Coco nachmittags mit hängender Zunge beim Ballspielen anlächelte, bemerkte er sofort, »Oh, Coco, da fehlt doch wieder ein Zahn. Ha, er steckt im Gummiball. Das ist ja praktisch.« Toll, Pelle hatte wieder Zahnbeute gemacht. Der Zahn landete natürlich sofort unter seinem Kopfkissen. Und der Taler, den er bekam, schmeckte genauso gut wie beim letzten Mal. »Weißt du was?« sagte Pelle Coco ins Ohr. Das nächste Mal, wenn du einen Zahn verlierst, teilen wir uns den Schokotaler. Okay? Coco hielt den Kopf schief und schmatzte, denn er wusste, was das Wort Schokotaler bedeutete. Eigentlich wünschte sich Pelle, dass ihm selber der nächste Zahn ausfallen würde. Aber der Zahn hielt sich störrisch zwischen den anderen Zähnen fest, wie ein wackeliger Nagel in der Wand. Also landete wieder ein kleines, spitzes Kokozähnchen unter seinem Kopfkissen. Am nächsten Morgen wachte Pelle super gelaunt auf. Er fasste eilig unter sein Kissen, erschrak und sagte, »Ein Regenwurm?«
Konnte das wahr sein? Seit wann versteckte die Zahnfee Regenwürmer unter Kissen von Kindern? Ich schließe meine Augen und dann stell ich mir vor, ich wandre durch den Frühling, komm an ein Glitzertor, das führt auf ein